So, willkommen zurück und wieder ein neues Video. Selber Tag wie mit dem Subaru Impreza STI, BRX STI, langer Name, so rum. Und wir widmen uns heute, am Boden liegt sie schon, der lieben Gisela. Wir haben hier drauf gemacht, da kann ich jetzt mal kurz die Kamera switchen. So, hier haben wir Gisela liegen. Wir hatten hier auf die rechte Seite, hatten wir Suave 2016 drauf gemacht. Sprich, im Coating war es 2,5 bis 3 Jahre alt, zumindest die Flasche, die ich jetzt habe. Links haben wir drauf Fireball Scylla. Ja, das Wetter ist jetzt natürlich ein bisschen wolkig, keine krachende Sonne, da oben ist sie. Aber wir können uns trotzdem hier so ein bisschen experimentieren. Wir gucken jetzt erstmal an, wie sich das Coating geschlagen hat, sprich wie die Hydrophobik ist von einem Produkt, das 3 Jahre alt ist, im Vergleich zum Scylla. Da könnt ihr auch mal schauen, was euch so persönlich besser gefällt. Und dann habe ich gedacht, können wir einfach mal so ein bisschen rumexperimentieren. Mit welchen Chemiekeulen muss man da rangehen, bis die Coatings zusammenbrechen? Ich habe hier so ein paar Brecher schon stehen. Und die lassen wir vor allem auch ein bisschen in der Sonne mal so ein bisschen eintrocknen. Wir gucken einfach mal, was passiert. Und mal schauen, wann wir welches Coating zuerst runterbekommen. Ja, ich würde sagen, hauen wir erstmal mit dem Kercher drauf. Wir gucken uns erstmal das Beading an. Da könnt ihr dann mal dazu sagen, was euch so besser gefällt. Und dann schauen wir mal weiter. Die Haube liegt natürlich, ich sage jetzt mal, relativ flach, also ist ja eine relativ gerade Fläche, da ist es mit dem Ablaufen jetzt immer so eine Sache für sich. Ja, ich würde sagen, was man sieht, Suave 2016 funktioniert von der Hydrophobik auf jeden Fall noch. Sieht soweit gut aus. Mal so ein bisschen näher rangehen, also wie gesagt, Perlen sind wirklich schön. Hashtag schöne runde Perlen, liebe Grüße hier an den Marc. So, haben wir, wie gesagt, sehr coole Perlen, sieht gut aus. Wie gesagt, liegt gerade hier auf der Mitte, wo die dicken Flötchen sind, relativ gerade natürlich. Da dauert es ein bisschen mit dem Ablaufen. Ja, Fireballzilla sieht doch soweit auch sehr schön aus, würde ich sagen, oder? Ich denke, das sieht doch schon mal schicki aus. Gut, erster Step ist, ich würde jetzt mal sagen, wir waschen das Auto erstmal ganz normal mit dem Shampoo. Erstmal Staub und was sich jetzt so über 9 Tage, also die Haube hat jetzt 9 Tage ausgehärtet, in der Halle so ansammelt, entfernen wir jetzt erst einmal. Danach werden wir mit einem sauren Reiniger rangehen. In dem Fall Cleaner Acid, der ist 1:5 angemischt, also Richtung pH-Wert relativ niedrig. Den werden wir jetzt einfach mal so 1, 2, 3, 4 Minuten drauf lassen. Mal gucken, was das Wetter heute noch so hergibt. Kärchern die Runde dann einmal ab und dann werden wir mit dem Reactive Cleaner dran gehen. Der Reactive Cleaner von Surfaces hat einen pH-Wert von 11,5. Er ist jetzt nicht so ein Brecher wie der Greenstar zum Beispiel, beziehungsweise Vorreiniger B, die habe ich auch da. Kommen wir aber später erst dazu. Genau, also wir werden erstmal mild anfangen und uns dann steigern und wir gucken einfach mal, welches Coating zuerst nachgibt. Los geht's! Same do.
So, aus der Zauber würde ich sagen, der Reactive Cleaner von Surfaces hat beide gekillt. Beim Suave, wie gesagt, ist 3 Jahre alt. Irgendwie hätte es mich dann auch gewundert, wenn das noch voll intakt gewesen wäre. Beim Scylla bin ich, muss ich sagen, ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil Scylla als das pH-stabilste Coating von Fireball beworben wird. Also hat mir sagen lassen, bis pH 14 soll eine gewisse Zeit lang gar nichts passieren. Reactive Cleaner hat pH 11,5, also wäre theoretisch noch einiges an Luft nach oben gewesen. Sind beide runter, also ich glaube, höher brauchen wir jetzt auch gar nicht gehen. Das heißt, wir können Vorreiniger B mit pH 13,2 im Schrank stehen lassen. Ja, ich denke, wie man sieht, sieht man nichts mehr, nichts mit schönen roten Perlen, außer da, wo der Reiniger nicht war, hier und da ein paar Zipfelecken und hier in den Rändern halt eben, aber ansonsten ist da nicht mehr viel drauf. Schade und ja, würde ich sagen, bereit für den nächsten Test. Hab mir überlegt, auch so ein Punkt, wo ich sage, eigentlich interessant, so für mich selber natürlich auch mal, wenn ich zum Beispiel Coatings habe und ich möchte, dass bevor ich das auf irgendein Kundenauto drauf mache oder auf irgendein Fahrzeug, wo ich den Besitzer erst darum bitten muss, dass ich es drauf machen kann, teste ich es erstmal hier. 9 Tage aushärten lassen und dann erstmal ein paar Chininbomben draufknallen, einfach um zu sehen, wo geht die Reise überhaupt hin. Ja, ich meine, pH 11,5 ist jetzt, ich sage jetzt mal vergleichsweise human. Es gibt Insektenentferner, die haben einen höheren pH-Wert, also je nachdem, was der Kunde natürlich auch in die Hand kriegt. Ja? Oder beziehungsweise der natürlich auch nimmt. Und da kann man also sich vorher schon mal sehr gut dran ausleben. Ja, ich mache die Haube trocken und werde nächste Woche den nächsten Test vorbereiten. Mal schauen, was wir dann drauf machen. Bin mal gespannt. So Ultima versus Doc Duo, so als Chemiebrecher-Test. Mal gucken, was ich sonst noch so da habe. Also ich überlege mir da mal was. Vielleicht bitte ich auch mal darum, mir was zuschicken zu lassen. Wäre natürlich auch cool. Wir finden da schon was. Oder ihr könnt ja auch mal in die Kommentare unten schreiben, gegen welche Coatings oder was könnte man als nächstes schönes Mal so vergleichen gegen ein paar Chemiebomben oder mal schauen, was wir sonst noch damit Lustiges machen können. Ja, gut, ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Finde es persönlich jetzt auch mal sehr interessant zu sehen, ab welchem pH-Wert welche Produkte zusammenbrechen. Wie gesagt, Suave, 3 Jahre alt. Ich habe persönlich nichts anderes erwartet. Also ich habe wirklich nichts anderes erwartet. Das ist einfach, ich behaupte, da hat einfach dieses Alter vom Produkt mitgespielt. Dass es zum Beispiel auch an der Oberfläche einfach nicht richtig mehr haftet. Und beim Fireball allerdings, muss ich sagen, bin ich ein bisschen überrascht. Ich habe die Flasche jetzt 7 Monate oder so. Habe mir sagen lassen, dass das Alter eigentlich in der Regel keine Rolle spielt bei den Coatings. Finde ich schade, dass es natürlich jetzt hier schon runter ist, bei pH 11,5. Gut, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Mal schauen, was wir als nächstes drauf machen. Und ja, ansonsten lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Habt ihr noch Fragen oder wie gesagt, was ihr als nächstes Mal so live vergleichsweise sehen möchtet, schreibt das mal unten in die Kommentare. Wenn ich es da habe, machen wir es drauf, wenn nicht, dann nicht. Also ihr wisst, wie das Spiel läuft. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.